Herzlich willkommen zur Traumflieger Makrowelt. Heute wieder mit Olaf Krasmann. Moin Olaf. Moin Stefan. Ja, heute in dem neuen Jahr 2021 Makrofotografie und zwar zum einen und hauptsächlich Pilze im Winter. Wir sind ja hier in einem Auwäldchen mit Pappeln, Olaf. Und was haben wir hier gemacht? Was hast du hier gemacht? Ja, wir haben nach Samtfußrüblingen in der Hauptsache gesucht. Es gibt noch ein paar andere Winterpilze im Moment, die sind hier aber nicht aufgetaucht, aber auch sehr interessant. So rote Kelchbecherlinge zum Beispiel oder orange Seitlinge, die haben wir woanders gefunden, aber hier noch nicht. Ja. Das ist halt so ein typischer Auwald an der Elbe mit ein bisschen Überschwemmungspotenzial und hier gibt es die Samtfußrüblinge in der Hauptsache. Genau, und hast du auch welche gefunden heute? Ja, es waren nicht so in Massen, aber es waren dann 2, 3 schöne Motive dabei. Ja. Sandfußrüblinge, eines unserer Lieblings-Makro-Fotomotive als Pilzmotiv im Winter. Jetzt haben wir hier gerade ein Motorflugzeug, das soll uns nicht weiter stören. Eines der interessanten Themen, die wir heute vorbereitet haben, ist sind 2 neue Kameras bzw. eine neue Kamera, die ich schon mal hier mit dabei habe, nämlich eine Fujifilm X-T4. Hier zu sehen, das aktuelle Flaggschiff, sage ich mal, im APS-C-Bereich von Fuji. Die haben ja auch im Mittelformat noch Modelle, aber im APS-C-Bereich ist es das aktuelle Flaggschiff, 26 Megapixel. Was mich da besonders interessiert hat, und das ist auch der Punkt, den ich hier vielleicht ein bisschen berichten werde oder auch zukünftig berichten werde wollen, das ist die Focus-Bracketing-Funktion. Also die kamerainterne Schärfenreihe hat sie auch. Wir haben das an der XT30, glaube ich, schon vorgestellt. Die XT3 hat das ja auch, also kamerainterne Schärfenreihenfunktion. Und die Pro 1 hat das auch nach Firmware-Update, aber die XT4, die hat das eigentlich von Haus aus, kamerainterne Schärfenreihe. Und da habe ich ein Objektiv ausprobiert, was ich über einen Automatikadapter von Fringer, den haben wir auch im Traumflieger-Shop, also wenn man jetzt Canon EF-Objektive an Fuji benutzen möchte, dann kann man das über einen Automatikadapter zum Beispiel von Fringer benutzen. Und da habe ich dann mal geguckt, wie schnell ist die Schärfenreihenfunktion und wie macht sie sich eigentlich. Und da schauen wir mal kurz in das Ergebnis rein. Ja, also, wie sieht das aus? 8 Bilder pro Sekunde, 200 Aufnahmen in 15 Sekunden. Das sieht eigentlich recht manierlich aus. Ne? Das, was sagst du zu dem Ergebnis? Gut im Mittelfeld, es ist keine Top-Leistung, aber man kann damit sicher sehr gut arbeiten. Ja. Auf jeden Fall schon mal etwa doppelt so schnell wie Panasonic und halb so schnell wie Olympus. Ja gut, bei Olympus kommt es immer ein bisschen drauf an. Ja. Vielleicht halb so schnell wie Canon EOS R6 oder R5 zum Beispiel. Da kommen wir auf bis zu 16 Bilder pro Sekunde. Aber das hat auch
Nebenwirkungen, da darf man dann nicht abblenden, sonst wäre man auch auf der Hälfte. Ja. Und ich habe hier auch wieder einen Fringer-Adapter mit einem Canon 100er Makro benutzt. Und das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich erwarte noch ein 80er Makro, 2,8 Makro von Fuji für die XC4. Das ist aber noch nicht gekommen. Da warten wir schon länger drauf. Ich habe schon zweimal nachgefragt und gestern abbestellt und eine neue Bestellung aufgegeben. Die ist noch unterwegs und sobald sie da ist, dann werden wir Updates zu dem Thema noch machen. Olaf, jo. Kommen wir mal kurz zu deinen Lichtexperimenten, ja. Und eine kleine Weihnachtsüberraschung hat uns auch noch erreicht. Genau, ne? Da müssen wir einmal Dankeschön sagen zu Julia Rieger, die uns mal wieder einen hervorragenden Käsekuchen gebacken hat. Also Zwei sogar, sowas von lecker. Man mag keinen anderen Käsekuchen mehr essen, wenn man diesen Käsekuchen kennt. Ja, auch von mir herzliches Dankeschön. War eine super angenehme Überraschung. Und also einen halben oder zwei Drittel habe ich alleine gegessen. Und der Rest, der ist dann auch so verschwunden. Kommen wir mal kurz zum Licht. Was gibt es da Neues? Was hast du da noch geplant? Ja, wir sind ja jetzt auch an der neuen Makrowelt dabei. Da ist ja der Schwerpunkt Licht und passend dazu mit Lichtwellenleitern wird es also so Adapter geben für unsere zum Beispiel EC65 Taschenlampe und vielleicht auch noch nehmen wir noch ein Modell dazu. Ein etwas kleineres mit einer zentralen LED. Ja. Da kann man dann sehr schön gespottete Lichtakzente setzen. Das müssen wir nochmal abwarten, ob das klappt, ne? Ja, ich habe da schon Prototypen gebaut. Okay. Jetzt aber noch nicht mit einer Acebeam-Taschenlampe. Also, und habe heute da schon mal so ein bisschen Lichtakzente mitgesetzt. Ah, ja, okay. Diese Taschenlampe haben wir leider nicht bekommen. Die wollten wir vielleicht auch mal in den Shop aufnehmen. Aber es gibt da vergleichbare Modelle, wo wir das eben machen können. Hier haben wir so einen Lichtwellenleiter, der kann über einen Adapter direkt angesetzt werden, bis vor die LED geschoben. Und dann hat man auch eine ziemlich hohe Lichtausbeute damit. Wie machst du das hier rein? Ich habe die Glasplatte ersetzt in der Taschenlampe durch einen Teil aus dem 3D-Drucker. Ah, okay. Ja, das habe ich heute mal verwendet. Ah. Und dann wird es noch ein Makro-Licht-Set mit zwei LEDs geben, mit einer Regelung und einem Akkupack von Stone Master, das können wir auch ins Sortiment aufnehmen. Da habe ich auch schon ein bisschen was zu gemacht. Und das wird dann aber auch ein Schwerpunkt in der nächsten Makrowelt werden. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Jo. Und ob wir dann da auch ein Produkt noch produzieren. Es gibt natürlich noch die eine oder andere Anfrage mal zu einem Diffusor, den wir vielleicht noch nicht im Shop haben. Ja. Da müssen wir mal abwarten, ob wir den dann noch produzieren oder ob wir drauf verzichten. Das werden wir dann drauf ankommen lassen. Ja, jetzt wird es auch schon dunkel und es wird auch... es fängt an zu regnen. Ja, eigentlich ist es heute ziemlich optimal für die Witterung, ne? Ja, also es ist zum Fotografieren ist das Licht klasse. Ja, fotografieren. Schön neblig. Genau. Es ist perfekt, auch zum Film ist es angenehm, es ist nicht so windig, es ist auch auszuhalten von der Kälte her. Ne? So, ich schätze mal so 3-4 Grad vielleicht, so ungefähr. Es lädt auf jeden Fall noch weiter ein, du hast es schon erwähnt, wir wollen natürlich auch noch weiter gucken und uns den Kelchbecherling zum Beispiel zuwenden und mal gucken, was der Winter noch für Motive bringt. Und das soll es im Moment sein zu einem kleinen Update hier im Jahre 2021. Vielen Dank, Olaf. Ja, gerne. Und machen Sie es gut, macht's gut und bis zum nächsten Mal.